Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Darren. Im heutigen Video soll es um meine Strategie zum einen als Unternehmer und zum anderen als Investor gehen. In einem der letzten Videos habe ich erklärt, warum ich die Entwicklung bei GE, bei dem Unternehmen General Electric, so als Unternehmenssicht sehr gut finde, aber für mich als Investor kommt das Ganze nicht mehr in Frage. Das heißt, es ist ein kleines bisschen schizophren. Als Unternehmer, coole Sache, als Investor, Finger weg. Und das ist auch in den Kommentaren angemerkt wurden, hallo Aaron, wie kann es sein, dass du als Unternehmer doch ein nicht unerhebliches Risiko eingehst und als Investor so eine Flasche bist oder so ein Feigling bist und quasi das Risiko so meidest. Und diese Beobachtung gibt es ja nicht erst seit diesem Video, sondern die gibt es genau genommen schon ziemlich lange. Ich erinnere mich sehr gut zurück, so ein Jahr, Oktober letzten Jahres, November, Dezember, Anfang Dezember, als es mit den Kryptowährungen so heiß diskutiert worden ist und in der Uni mir jeden Tag jemand erzählt hat, dass er sein Geld schon wieder verdoppelt hat und in die Kryptowährung muss man investieren und so weiter. Und ich mir die ganze Zeit gesagt habe, nein Aaron, das machst du nicht, du wirst nicht da rein investieren. Und das ganze Thema kam dann in letzter Zeit auch nochmal auf, als es um Cannabis ging und ob ich da rein investiere, beziehungsweise warum ich nicht da rein investiere und warum das für mich keine Fragen sind, ob ich da überhaupt investiere, das möchte ich heute erklären. Und zwar ist es in der Tat so, dass das für mich einen riesengroßen Unterschied macht, ob ich als Investor agiere und wo ich mein Geld rein investiere oder ob ich als Unternehmer agiere. Man hat ja gerade schon mitbekommen, dass es quasi um das Risiko geht. Und beim Risiko ist es so, dass es natürlich, wie ich es gerade angesagt habe, als Unternehmer bin ich bereit, ein großes Risiko einzugehen. Als Investor, Finger weg. Das sollen zwei Plus-Symbole sein und zwei Minus-Symbole. Das heißt, ich bin auf der einen Seite als Unternehmer sehr risikobereit und nehme nicht unerhebliche Risiken auf mich, auf der anderen Seite als Investor bloß nicht. So, das Ganze möchte ich erklären anhand von zwei beziehungsweise drei Punkten, warum das so ein kleines bisschen schizophren ist. Und zwar habe ich eine Handvoll Regeln oder ein gesamtes Repertoire an Regeln, sowohl für die linke als auch für die rechte Seite. Aber ich möchte die oberste Regel jedes Mal vorstellen, weil das ist genau genommen die wichtigste und davon leiten sich irgendwie auch alle anderen Regeln ab. Und zwar als Unternehmer ist meine Regel, keine Zeit für Geld tauschen. Das heißt, T zum Dollar ist verboten. So, Zeit zu Geld ist nicht. Und als meine Regel als Investor ist, ja, die habe ich vom Altmeister Warren Buffett himself, kein Geld verlieren. Und zwar, wie male ich denn das jetzt? Ein Dollarzeichen, verlieren, zack. So, meine Regel als Unternehmer, keine Zeit für Geld tauschen und als Investor kein Geld verlieren. Das klingt natürlich super banal und super simpel, aber daraus leitet sich dann sehr, sehr viel weiter ab, beziehungsweise auch die Tatsache oder die Frage in Kryptowährungen, Cannabis investieren, ja, nein, wenn die oberste Prämisse ist, kein Geld zu verlieren. Das klingt natürlich auch sehr, ja, sehr altmodisch, aber ich komme dann später nochmal drauf zurück. So viel erstmal zu den Regeln. Dann, was ist mein Ziel was ist mein Ziel als Unternehmer und was ist mein Ziel als Investor? Nun, mein Ziel als Unternehmer könnte man natürlich jetzt sagen, natürlich ist alles klar, müsste auf beiden Seiten das Identische sein, Homo economicus, es gibt nur ein Ziel, die Gewinnmaximierung. Naja, nicht ganz. Auf der linken Seite ist mein Ziel, die Einnahmen aus skalierbaren, beziehungsweise was man halt so skalierbar passiven Einnahmen nennt, einfach zu maximieren. Das heißt, die müssen weiter steigen. Das heißt, mein skalierbares Einkommen, beziehungsweise mein passives Einkommen soll steigen. Und mein Ziel an der Börse, und jetzt kommt's, ist einfach nur die Marktrendite und das mit Dividendenwerten zu erreichen. Das heißt, mein Ziel sind, ich sage jetzt mal 6-8% inflationsbereinigt und das quasi mit Dividendenwerten. Ich hoffe, man sieht es noch, mit Dividendenwerten zu erreichen. Das sind meine Ziele an der Börse. So, und daraus resultiert dann auch, okay, warum sollte ich in Cannabis investieren, in Kryptowährungen oder in GE, wenn es so viele andere Möglichkeiten gibt, wo ich meine 6-8% im Jahr solide bekomme und das mit Dividendenwerten, ohne Gefahr zu laufen, gegen meine eigene oberste Regel zu verstoßen, das Geld zu verlieren. Weil genau das kann passieren bei etwas riskanteren, bei etwas spekulativeren Investments.
Und ich muss immer wieder zurückdenken an das letzte Jahr im Oktober beziehungsweise im November. Und zwar ging es ja da ganz, ganz stark um die Kryptowährungen und da muss man rein investieren und das ist unfassbar wichtig. Und ich muss auch zugeben, dass ich so einen gewissen, man könnte ja sagen, vielleicht Spieltrieb oder sowas hatte. Das heißt, ich habe durchaus auch das Bedürfnis, da rein zu investieren, aber ich wusste genau, ach, und das wäre ein Fehler, wenn du das machst, weil das widerspricht quasi deinen Prinzipien und dann, oder deinen Regeln. Und dann gab es ein Interview mit Warren Buffett, ich glaube bei CNBC oder sowas, und da hat er erzählt, dass, also warum er nicht in Kryptowährungen investiert, und da hat er so eine Geschichte erzählt, er investiert am liebsten in einen Bauernhof. In einen Bauernhof, wo er regelmäßige Erträge in Form von Milch, Eiern und vielleicht regelmäßig frischem Fleisch bekommt. Das heißt, man könnte sagen, regelmäßige Erträge, Dividenden. Und wo er nicht rein investiert oder was er nicht kaufen würde, wäre ein Grundstück, was er vielleicht in 5 oder 10 Jahren teurer weiterverkaufen könnte. Das ist für ihn kein Investment. Und das hat mich dann so ein kleines bisschen beruhigt wieder und mir auch wieder gesagt, Aaron, genau, halte dich an deine Regeln, die du einmal hattest. Das eine ist spekulieren und das andere ist investieren. Da muss ich natürlich sagen, wahrscheinlich hat jeder seine eigene Definition davon. Für mich ist spekulieren verboten. Und das kann, egal ob es Warren Buffett ist oder ob es Costolani ist, laut Costolani dürfen Leute, die kein Geld haben oder die nur wenig Geld haben, wo ich mich dazu zählen würde, dürfen nicht spekulieren. Man darf dann spekulieren, wenn man viel Geld hat. Das heißt, wenn man ausgesorgt hat. Und das ist auch so ein kleines bisschen der, diese Regel und das Ziel gelten bis zu dem Punkt, wo ich finanziell frei bin, wo ich nach der Definition von Costolani Geld hätte. Und das habe ich auch so ein kleines bisschen für mich übernommen. Das heißt, solange ich nicht keine Kapitalerträge habe, die höher als meine monatlichen Kosten sind, mit einem gewissen Puffer, solange darf ich nicht spekulieren. Und dann könnte man sagen, ja, das ist ja bekloppt. Das heißt, du wirst ja an der Börse, da dauert es ja ewig, ehe du reich bist, ehe du finanziell frei bist. Das dauert ja ewig an der Börse. Und das ist richtig. Das ist aber auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, an der Börse nicht reich zu werden. Mein Ziel ist es, auf dieser Seite reich zu werden und damit zum einen reich zu bleiben und zum anderen ja dem Feindbild der Linken zu entsprechen. Das heißt dann so, eines Tages zu den Superreichen zu gehören. Das ist mein Ziel an der Börse, aber das Ziel an der Börse ist für mich nicht, erstmal reich zu werden. Diese eine Investition, die einen reich macht, die einen Vermögen werden lässt, die einen finanziell frei macht, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht ist es Cannabis, vielleicht sind es auch Kryptowährungen, keine Ahnung, who knows, wäre möglich, aber das ist ja nicht mein Ziel auf dieser Seite. Und genau genommen ist es auch nicht mein Ziel, einfach nur so schnell wie möglich irgendwie die Million zu erreichen. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, dann hätte ich auch Immobilienmakler bleiben können. Die Zeit für Immobilienmakler, für Anlageimmobilien oder für etwas hochpreisigere Immobilien ist gerade durchaus eine sehr, sehr gute. Aber deswegen auch, daraus resultiert auch so ein kleines bisschen hier die Regel. Keine Zeit für Geld zu tauschen. Das ist klingt ein bisschen arg banal, weil das ist genau genommen ja die Definition eines Unternehmers, dass man quasi das nicht mehr tut. Und trotzdem ist das quasi diese Regel, die für mich absolut elementar ist, dass ich immer wieder daran denke und daraus resultieren dann auch viele andere Regeln. Aber das ist nicht das, wonach ich strebe. Diese eine Investition, die mich dann wohlhabend werden lässt. So, jetzt könnte ich ja ewig über dieses Thema quatschen. Ich möchte aber noch ein bisschen weiterkommen. Und zwar, was resultiert aus diesen Strategien? Und das, was daraus resultiert, muss immer irgendwie eine Aktion sein. Das heißt, es ist toll, wenn du irgendein Ziel hast. Es ist toll, wenn du irgendeine Strategie hast. Aber du musst auch irgendwelche Aktionen haben. Das heißt eigentlich, dein Einsatz, deine Zeit, für was du die investierst, das ist wichtig. Das muss die logische Konsequenz aus allen Zielen beziehungsweise aus den Strategien sein. Das heißt, ich nenne es jetzt einfach mal Einsatz. Und hier muss ich sagen, der ist an der Börse bei meinen Investitionen bis dato fast gleich null, muss ich sagen. Das heißt, ja, wenn ich mir was angucke, dann ist das mehr so eine Art Hobby. Ansonsten, um mir meine Aktien rauszusuchen, da braucht man heute nicht so viel Zeit. Es gibt genügend Aktien-Screener und auch Listen, wo man sich entsprechende Sachen raussuchen kann. Ich denke jetzt an den Aktienfinder, den Dividendenadel oder allgemein so die Liste der Dividendenaristokraten. Das sind so die Werte bzw. die Screener, die für mich relevant sind. Das heißt, hier mein Aufwand für diese Seite ist verhältnismäßig gering. Es ist aber auch dahingehend relevant, weil wenn ich würde im Jahr 1000 Stunden hier drüben rein investieren, würden meine Investitionen, das was ich machen möchte, würde das dann eine höhere Rendite erzielen. Das heißt jetzt der breite Markt, ich sage jetzt mal der S&P 500, würde der S&P 500 besser performen, wenn ich da 10, 100, 1000 oder 10.000 Stunden meiner Zeit rein investiere. Nee, das ist vollkommen irrelevant. Und es gibt genügend Beispiele,
ja, die Depots, wo am wenigsten gehandelt wird, haben die höchste Rendite. Oder ja, Schlaftabletten nehmen und vergessen, dass man überhaupt Aktien hatte. Das sind die Tipps, die man von Börsengurus, also ich sage jetzt nicht hier von irgendwelchen Crash-Propheten, sondern Costolani und Buffett und so weiter hört. Das heißt, hier mit Kopf Geld zu verdienen, ist fast ausgeschlossen oder das ist extrem unwahrscheinlich. Und das genaue Gegenteil ist das hier drüben. Wenn ich in meinem eigenen Unternehmen, wenn ich mir eine eigene Sache suche oder irgendeinen Geschäftszweig oder was auch immer ich mache und dort investiere ich nicht 10 Stunden, sondern 100 oder besser 1000 oder besser noch besser 10.000 Stunden rein, wie wird sich das entwickeln? Wird sich daran was ändern hier, wenn ich es an der Börse mache? Ich wette aber, wenn man in sein eigenes Unternehmen, seine eigene selbstständige oder unternehmerische Tätigkeit 1000 Stunden oder 10.000 Stunden investiert, dann wird sich die Einnahmen, das Einkommen daraus vervielfachen. Das glaube ich ganz fest daran. Das ist fast egal, was man macht. Das Einkommen wird sich sehr stark erhöhen, indem man quasi all seinen Einsatz, indem seinen Fokus auf diese Sache richtet. Und das ist der Grund, warum ich ja Investitionen an der Börse, na gut, ich lese mir schon auch mal gerne Geschäftsberichte, aber das ist mehr wie so ein Hobby, muss ich sagen. Das heißt, es ist nicht, dass ich da mich jetzt wirklich hinsetze und das musst du jetzt machen. Ganz im Gegenteil, hier drüben an der Börse passiert was? Na, du verdienst, um den schönen Spruch von Costolani zu zitieren, man verdient an der Geld das Börse mit dem Sitzfleisch und nicht mit dem Kopf. Oder andersrum. Man verdient das Geld an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch. So rum geht der Spruch. Und hier ist es genau andersrum. Wenn du als Unternehmer, ja, das wird schon alles gut gehen und da sitze ich aus, das funktioniert nicht. Hier ist es genau Gegenteil. Hier musst du den Kopf und deine Arbeitszeit und deine Arbeitskraft einsetzen. Und deswegen Fokus hier drüben. Das sind quasi meine Strategien, einmal als Investor und einmal als Unternehmer. Ich möchte aber auch noch auf eine andere Sache hinaus, und zwar, als ich früher, ja, also vor 5-6 Jahren, als ich ebenfalls selbstständig war, da war es oft einfach so, dass ich, also ich habe schon immer das Bedürfnis oder das Bestreben, das Ziel, reich zu werden. Aber es war oft so, dass ich quasi gearbeitet habe und mir eigentlich nicht sicher war, ob ich das Richtige mache. Also ob so relativ starke Selbstzweifel, würde ich mal sagen. Das heißt, ich habe zwar gearbeitet und ich war mir aber oft, okay, wenn irgendwelche Entscheidungen anstanden, war ich mir sehr unsicher, sollte ich das tun, sollte ich das nicht tun? Und auch bei Risiken, die man quasi eingehen musste oder die ich eingehen konnte, ja, sollte ich das machen oder nicht? Heute ist es so, dass ich bei weitem nicht alle Risiken eingehe. Aber heute ist es so, dass ich deutlich mehr Risiken eingehe als früher, aber heute habe ich eine andere Herangehensweise. Also natürlich, man muss Risiken eingehen, aber als Unternehmer, du sollst jetzt nicht blindlings jedes Risiko eingehen, aber man kann die, indem man, ein Ziel hat und indem man eine Strategie hat, fallen solche Risikoabwägungen, solche Entscheidungen deutlich leichter, muss ich sagen. Das heißt, wenn du klar weißt, also als Plan oder als Strategie, das mache ich nicht, dann ja, irgendwie als ob das Risiko kalkulierbarer geworden ist. Und dadurch ist es irgendwie inzwischen so, es ist ganz schwer zu erklären, aber es ist inzwischen so, dass ich mir einfach sicher bin, dass ich den richtigen Weg gehe. Also richtig und falsch ist immer so eine Sache, das ist natürlich sehr subjektiv. Und der ein oder andere wird sicherlich sagen, der vielleicht schon etwas mehr Erfahrung als Unternehmer hat, wird sagen, das, was du da erzählst, ist Bullshit. Aber so ist es, na, wie sagt man, manchmal ist ein schlechter Plan besser als gar kein Plan oder sowas. Und ich merke, dass ich früher quasi gar keinen Plan hatte so richtig oder gar keine Strategie. Und heute habe ich eine sehr klare Strategie, was diese Seite angeht und auch was diese Seite angeht. Natürlich muss ich sagen, gerade weil immer wieder neue Unternehmenszweige und neue Geschäftsmodelle hinzukommen, passt das manchmal hier drüben noch nicht so ganz. Und ich feile da auch immer noch ein bisschen und adjustiere ein kleines bisschen nach, aber so an den Grundfesten ändert sich nichts. Aber was ich sagen will, ich merke, dass es quasi einen Fortschritt gibt und dass ich immer weniger eigentlich das Bedürfnis habe, jetzt so groß zu spekulieren. Das heißt, dieses Lotto-Spielen, dieses Spekulieren ist eigentlich gar nicht mehr unbedingt der Fall. Das heißt, wenn ich an den Spruch von Goethe denke, jeder will etwas sein, niemand will etwas werden. Ja, natürlich, reich sein will ich, aber es macht mir auch unfassbar viel Spaß, diese Entwicklung dahin, diesen Weg als Unternehmer zu gehen, das macht unfassbar viel Spaß und ich möchte auch nicht unbedingt darauf verzichten wollen. Das heißt, sollte ich im Lotto gewinnen, ich weiß nicht, was sich dann wirklich verändern würde. Ich würde sicherlich ein kleines Hoch haben, aber ob sich dann so viel wirklich verändern würde, wer weiß. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast sicherlich mitbekommen, dass ich sehr gerne über dieses Thema rede. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.